Moin Leute, was geht? Mein Name ist JudoGamescom auf der PlayStation 4 und herzlich willkommen zu einem neuen Video von GTA 5 Online auf der Sony PS4. Ich begrüße euch ganz herzlich, dass ihr wieder eingeschaltet hast. Und ich bin jetzt hier in Vinewood. Nein, ich bin nicht in Vinewood. Ich bin bei dem Schild in Vinewood. Das soll an das Hollywood-Schild erinnern. Und ich hatte schon mal an diesem Schild ein Video gemacht. Aber jetzt dachte ich, ich mache nochmal ein Video in dieser Nähe von diesem Schild. Weil man kann bei diesem Schild natürlich einen Basejump machen. Und den will ich euch natürlich zeigen. Und wir gehen jetzt einfach mal dahin. So, wir lassen mal die First-Person-Ansicht weg. Hier ausgestattet mit dem Kaliber 50. Sieht gar nicht so aus wie ein Kaliber 50, aber die Durchschlagskraft der Knarre ist echt hart. So, dann gehen wir mal zum Buchstaben E. So, einfach hochklettern. Moin moin, ein bisschen Werbung machen für meinen YouTube-Account. PS4-Account. So, jetzt gehen wir mal hoch. Ist ein bisschen nass geworden. Es regnet hier in Los Santos. Und dann müsst ihr einfach hier hoch. Zack. Und hier hinten ist sogar ein Fallschirm, wenn ihr mal keinen habt. Und ja. Jetzt müsst ihr Folgendes tun. Erstmal Drittperson-Perspektive reinmachen und dann einfach runterspringen. Ist eigentlich ganz leicht, das Prinzip. Achtung. Es passiert mir immer wieder, dass ich sterbe. Es ist doch so klar. Ja, die Höhe war auch nicht gerade prickelnd. Kein Problem. Steigen wir mal ein. Starten mit dem Motor im Helikopter. Und wartet mal schnell. Ich muss jetzt mal alles reinmachen. Ja, gut. Motor läuft, Höhe liegt bei 1000 Fuß, 1000, ja, 100 Fuß. Cool, ein anderer Helikopter, den können wir ja theoretisch rammen, aber natürlich nur theoretisch. Gucken, ob es funktioniert. Oh! Komm zu mir, komm zu Papa. Der denkt sich auch, what the fuck, was geht denn jetzt ab? Der ergreift ja nicht mal die Flucht. Komm zu mir. Komm zu... Ah. Den kriegst du nicht tot. Egal. Was ich machen wollte, ja. Wenn das mit dem Weinmutschild nicht klappt, dann gehen wir zur Antenne. Zur Radiostation. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie die Radiostation heißt. Ist mir aber völlig egal, wie die Radiostation heißt. Sondern wir gehen jetzt einfach hier hoch. Pass mal auf. So. Hier startet, hier endet gleich ein Event. Und jetzt steige ich hier aus. Und jetzt langsam Steuerknüppel, PS4 Steuerknüppel nach vorne. Und Achtung, guckt. Wir gleiten. Wir gleiten. Oh, wir gleiten. Und wir öffnen den Fallschirm. Weil das hätte nicht mehr gereicht. Ich wäre hier unten irgendwo aufgeschlagen. Puh. Jo. Und einen Fahndungsstern haben wir. Weil wir aus dem Flugzeug gestürzt sind. Aus dem Helikopter. Da bekommt man immer einen Fahndungsstern. Und ja. Hier könnten wir jetzt theoretisch loswerden, wenn ich Lester anrufe. Aber das will ich gar nicht. Ach. Schöne Natur hier. Das ist eindeutig... Lavendel. Butterblumen. Schafsgarbe. Butterblume, Schafsgarbe. Ich bin echt ein Kräuterexperte geworden, muss ich wirklich sagen. Aber was wäre ein GTA bei der junge Zocker aka YouTube Gamescom auf der PS4 ohne einen Kill? Das funktioniert doch nicht. Ja, wunderbar. Besser geht's nicht. Ach du Scheiße. Puh. Ich wollte gerade mit der Schrotflinte schießen, aber keine Munition mehr am Start. Aber Kaliber 50 mit Schalldämpfer ist immer da. So.
Fuck, Alter, Mann, immer diese Bullen, das gibt's ja nicht. Ich sollte vielleicht die Flucht ergreifen. Naja, mal gucken. Schnell rein. Moin moin, erstmal hallo. Goodbye, Polizisten. Ja, das war das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Klein, aber kurz. Knapp, aber frisch. Jo, bis zum nächsten Mal. Euer Gamescom auf der PlayStation 4. Bleibt mir treu und jo, wir sehen uns. Gell? Haut rein. Boah, fuck.